Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Da sind wir wieder. Noch immer mit Portugal im Krieg im Jahr 1757. Lasst uns wieder bei den üblichen Sachen beginnen. Die Prospektoren, die noch irgendwo so ein bisschen was erkunden. Zumindest Gebiete der Indianer dürfen wir mit ihnen frei betreten. So, hier ist jetzt kein Weg mehr möglich. Aber ich glaube, wir können beginnen jetzt hier weitere Forts zu bauen. Und ich glaube, da wir in Europa, denke ich, sowieso überall Forts haben sollten, werde ich mal den ersten, ja, nach Südnorwegen schicken. Ich denke, das ist sowieso Pflicht. In Europa, die europäischen Provinzen, zumindest an der Küste, sollen überall welche haben. Dann beginnen wir mal damit. So, du wiederum. Was machen wir mit dir? Hier brauchen wir jetzt keine Straße mehr. Da ist eigentlich alles angeschlossen, außer vielleicht diese. Das könnten wir noch machen. Diese Wolle da. Das heißt, hier noch eine Straße nach Norden. Dann haben wir das komplett angeschlossen. Das ist in Ordnung. Hier machen wir mal die Straße einfach so die Hügel entlang weiter. So, hier haben wir eine neue Einheit. Die bringen wir, denke ich mal, rüber nach Südnorwegen. Und dann schreiten wir hier zum Angriff gegen Trondheim. Da nehmen wir diese zwei leichten Artilleries mit und wir haben in Mittelnorwegen, nehmen wir jetzt alles, was gesund ist, noch mit, was einigermaßen einsatzfähig ist. Die Infanterie, die schwere Infanterie, die beiden schweren Kavalleristen, die leichte Artillerie, die lassen wir nochmal zur Erholung hier und da greifen wir dann entsprechend nochmal Trondheim an. So, du gehst auch hier nochmal auf Blockade. Wir haben hier ein weiteres Handelsschiff, hervorragend, und damit war es das erstmal. Ich muss direkt mal gucken, wie viele leichte Infanterie haben wir eigentlich. Sehen wir das hier? Leichte Artillerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habe ich das jetzt richtig gezählt? 11, 12, 13. Das heißt, wir haben schon eigentlich so viel ausreichend leichte Artillerie, dass wir eine zweite Angriffsarmee haben können. Oh, dann sollten wir uns mal vielleicht hier neu disponieren. Vielleicht einen Angriff aus Ottawa heraus starten. Ich gucke mal, wo sind denn die anderen, die uns jetzt möglicherweise zur Verfügung stehen? Die sind jetzt in Südnorwegen. Da haben wir natürlich jetzt viel zusammengezogen, weil die auch. Ah, ich glaube, wir lassen sie nochmal ausholen. Dann wird das was mit den zwei Angriffsarmeen. Ausheilen, nicht ausholen. Dann wird das noch was mit den zwei Angriffsarmeen. Bis dahin bleiben wir nochmal ein bisschen ruhig. Okay, dann schauen wir uns an, was wir jetzt hier neu transportieren können. 51, 51, hier muss wieder was dazukommen. Hier haben wir alles. Hier fehlt noch der Zucker aus Toronto. Ach so, wir können Toronto wieder zurückerobern, das habe ich ganz vergessen. Das sollten wir auch unbedingt tun. Ja. Dann machen wir mal hier das Maximum. Gehen noch ein bisschen bei Holz mit hoch. Und vielleicht die Pferde, die sind durchaus auch nochmal wertvoll. Gut, bei der Produktion. Wir haben wieder zwei Landarbeiter. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall beginnen. Ja, wollen wir weiter Transportschiffe bauen? So, wir müssen jetzt hier erstmal was reduzieren. Stahl vielleicht. Ich würde mal sagen, solange wir nicht alles transportieren, warum nicht? Wir holen weiter Transportschiffe. Und jetzt würde ich aber mal bei der leichten Infanterie weitermachen. Das ist das, was uns wirklich fehlt. Wobei die leichte Kavallerie gefällt mir eigentlich auch beim Angriff. Das gefällt mir sogar sehr gut. Die ist nämlich sofort dann an der Mauer. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich denke, wir werden also jetzt leichte Kavallerie dann regelmäßig bauen und hier wieder zwei weitere neu dazu holen. Wir müssen dann natürlich irgendwann mal beginnen, wieder hier Getreidefelder auszubauen. Aber das kommt dann mit der Zeit. So, jetzt denke ich aber an Toronto. Da wollte ich zurückerobern mit Truppen hier aus Detroit.
den zwei Reitern. Und ich würde mal sagen, eine dritte Einheit kann auch noch mit, weil in Detroit haben wir ja Kanonen. Das ist dann soweit in Ordnung. So, mehr brauchen wir nicht. Das verkaufe ich diesmal nicht, sondern wollen wir anfangen, Stahl zu verkaufen? Wollen wir möglicherweise anfangen, Eisenbahn zu bauen? Ich weiß nicht so genau. Wir verkaufen mal Papier. Da haben wir im Moment genug. Einmal Papier und dann holen wir uns da noch die Gewürze, die wir da einmal bekommen können. Okay, gut. Das und das war's. Und Haberstraw wird angegriffen. Ei. Jetzt machen die aber hier wirklich unangenehme Nadelstiche. Diesmal stehen wir da mit vier Einheiten. Oh, und er kommt wirklich mit ziemlich viel Zeug um die Ecke. Ah, das ist natürlich jetzt ungünstig. Was ist das hier? Schwere Kavallerie, die wir noch nicht abgegradet haben, weil wir die Technologie noch nicht haben. Was machen wir denn da? Das ist jetzt ziemlich doof. Wir müssten eigentlich die leichte Kavallerie davon abhalten, die leichte Artillerie anzugreifen. Aber das wird schwer, das zu verhindern. Wir müssen das irgendwie abblocken. So, den haben wir. Die können wir leider nur woanders hinschicken. Können wir hier irgendwas zumachen? Ich glaube nicht. Die kommen da in jedem Fall rum. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem General. Hier können wir noch was zumachen. Das würde gehen, aber unten. Ja, wir werden nicht verhindern können, dass die leichte Artillerie angegriffen wird. Was schade ist. Dann greifen wir hier erstmal an. Machen tatsächlich nochmal ganz ordentlich Schaden. Ah. So. Und du bleibst einfach mal da stehen. Ja. Nein! Glück gehabt. Wir können noch fliehen. Okay, wir werden jetzt mit, soweit das geht, mit allen Einheiten fliehen. Also, man muss aber auch sagen, sie geben nicht auf. Das ist schon ehrenwert und erstaunlich. Aber wir haben keine Einheit verloren, immerhin. Haben dafür aber wieder eine Provinz einbüßen müssen. So, diesmal geht es aber gegen Trondheim. Und in Trondheim steht eine schwere. Oha! Wer hätte das denn gedacht? Und zwar eine königliche Artillerie. Das ist natürlich der Hammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, noch erreicht sie uns nicht. Aber das ist natürlich krass. Puh. Und jetzt wir ohne leichte Artillerie. Verdammt, hatten die nicht mit zwei leichten dort angegriffen? Wie kann denn das wieder sein? Wir gehen erstmal auf maximale Reichweite. So, und dann beenden wir mal. Ja, sie fliehen. Sie fliehen. Wir kommen leider auch nicht direkt an sie ran. Und ja, da ist noch was dazwischen. Und der Reaktionsschuss, der wird ziemlich tödlich werden. Insofern lassen wir sie einfach fliehen. Ist dann eben so. Vielleicht ziehen sie sich auch zurück mit den Schiffen und dann haben wir nichts mit denen zu tun. So, wir haben hier. Oh, was ist das? Warum sind hier zwei so eine separierten Einheiten stehen hier rum? Was ist das für ein Quatsch? Ach, wir haben hier ein Schiff bekommen, was wir noch nicht zurückgezogen hatten. Das ist natürlich ärgerlich. Portugal, England, da haben wir verloren. Hier haben wir gewonnen.
Spanien, Dänemark hat jetzt da Schluss gemacht. Und da haben wir Toronto ohne Gegenwehr gewonnen. Botschaft in Irland. Bergsus, Irokesen, Harvestraw, da sind die Einheiten. Spion aus Portugal wurde gefangen genommen. Sehr gut. Husaren haben wir rekrutiert. Ein neues Handelsschiff und Arbeiter sind unbeschäftigt. Und da haben wir sogar noch was gefunden, allerdings bei Indianern, die uns nichts angehen. So, und hier müssen wir doch mal Acht geben. Ich wollte die eigentlich miteinander vereinigen, dann hätte ich die auch zurücknehmen müssen. Das war der Fehler. So, und jetzt schauen wir mal, wen wir jetzt auf Reparatur schicken. Diese eine Hulk. Die bringen wir zurück. Wie weit kommt sie bis hier? Das ist in Ordnung. Dann gehen wir jetzt nochmal darunter und bringen die gesamte andere Flotte wieder hier auf Blockadehaltung. So, und hier können wir nicht mehr erkunden. Wir können noch drei Sümpfe erkunden und dann können wir die stilllegen, die Einheiten. Die brauchen wir dann nicht mehr. So, was haben wir hier? Hier wollten wir, glaube ich, in Südnorwegen eine Festung errichten. Ja, das machen wir auch. Hier wollten wir noch eine Straße ziehen. Hier ist die Straße gezogen. Okay, dann machen wir ebenfalls weiter mit dem Festungsbau, würde ich sagen. In Middlesex würde ich gerne eine Festung haben. Hier bauen wir einfach weiter aus. Oder fangen wir an mit dem Getreide auf Stufe 2 Ausbau. Gucke ich mal ganz kurz. 51. Ja, sollten wir. Ja, wobei, wir können immer noch ein bisschen über die See bringen. Machen wir erstmal diese günstigen Sachen hier, die Kohle und so weiter. Was dann die Wolle. So. Hier. Ach, da hatten wir noch das Kupfer angeschlossen. Sehr schön. Können wir eigentlich hier noch was machen? Was günstiges irgendwo? Ja gut, muss alles rüber transportiert werden, ne? Wir könnten aber hier unten noch Zucker ausbauen, habe ich gesehen. Auf. Ja, Guadeloupe, schaut mal, hier ist ja noch einiges drin. Hier müssen wir auch Straßen bauen. Aber hier ist zum Beispiel Zuckerrohr noch möglich. Brauchen wir dann aber natürlich eine Straße. So, die leichte Kavallerie. Die muss dringend irgendwie hier rüber. In Trondheim. Wie, so Bergenshus, da ist jetzt leider diese, vermutlich die schwere Artillerie. Da sind jetzt dreimal schwere Artillerie und so weiter drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin mit den Truppen, die wir haben. Das wird knapp. Was steht in Südnorwegen? Also wenn da wirklich dreimal schwere Artillerie ist, dann brauchen wir neunmal leichte oder so hier zur Verfügung. Und top ausgeruhte Truppen. Das Problem ist halt, wir dürfen ja nur 14 hinbringen. Das wird dann ein blöder Fight, ehrlich gesagt. Die zwei haben wir. Wir brauchen da ganz viel leichte Truppen. Leichte Kavallerie. Da kommt ja noch ein bisschen, vielleicht in der nächsten Runde. Die Frage ist, verteidigen wir? Haben wir ausreichend zu verteidigen? Hier unten auf jeden Fall. Trondheim müsste eigentlich auch reichen. So viel Angriffskraft hat er dann nicht. Da haben wir immerhin zweimal leichte Artillerie jetzt. Können wir aber vielleicht noch was umdisponieren? Von denen bringen wir einfach ein bisschen was rüber, dann ist Trondheim auch gesichert. Beim Angriff können wir sie ja von dort aus auch mitbringen. So, wir sind jetzt hier geflohen, weil der Gegner Harvestraw angegriffen hat. Und wir werden natürlich das nicht auf uns sitzen lassen, sondern zurückschlagen. Leider sind wir hier ziemlich in Mitleidenschaft geraten. Was können wir da denn jetzt noch in den Einsatz bringen? Also klar ist, dass die Leichte nicht mitkommen kann.
Die Schwerekraft, die Sperrkraft, die kann vielleicht noch was reißen. Aber es muss mehr kommen, das ist klar. Da waren zwei leichte Artillerie dabei. Wir bringen noch mal hier eine Einheit davon mit rein. Wir bringen vielleicht aus Bronco. Ja, aus Penta bringen wir noch mal eine Infanterie mit. Nee, geht nicht. Das ist nicht in Reichweite. Ach so, dann müssen wir hier ein bisschen Verschiebebahnhof machen. Dann nehmen wir diese Infanterie und bringen aus Penta die andere hier nach Bronco. Dann funktioniert das. Und alles andere geht nicht. Doch, wir könnten hier noch Verschiebebahnhof machen. Ach, wir könnten noch... Nee, das kann ich hier nicht abziehen. Das lassen wir mal. Mal schauen, ob das reicht. Ist ein bisschen riskant hier, die Aktion mit Harvest Storm. Na, mal sehen. Wir werden es sehen. Ihr bleibt dann bei der Verteidigung. Hier das Handelsschiff kommt hierhin. Trondheim geht auch in die Verteidigung. Ihr müsst euch erholen. Sehr gut. So, dann schauen wir mal wieder. Wir können wieder mehr handeln. Wir brauchen auch mehr. 52. Hier unten auch 52. Dann, das ist alles soweit in Ordnung. Hier sind wir auf Maximum. Hier müssen wir unbedingt die 30 haben. Vielleicht sogar einen mehr als Reserve. Hier gehen wir auf die 8. Ja, hier gehen wir auch auf die 8. Das nehmen wir auch nochmal mit. Wir sollten eine gerade Zahl zumindest haben. Und dann ist das, glaube ich, in Ordnung jetzt im Moment. So wie es ist. Wollen wir weiter ausbilden? Das ist die große Frage. Jetzt haben wir hier gerade irgendwas verpeilt mit den Pelzen. Weiß ich nicht, wie das nun wieder passiert ist. Haben wir kurzzeitig zu wenig Pelze? Nee, das muss was anderes sein. Das wird vermutlich der Zucker sein. Ja, genau, hier sehen wir es. Da ist irgendwas schiefgegangen. Dann machen wir das so. Okay. Also, die Stahlproduktion läuft gut weiter. Ich setze aber dennoch zwei jetzt nochmal frei. Weil wir dann entsprechend wieder bauen. Ich denke, wir werden jetzt mal richtig weitere Husaren noch nehmen. Das ist gut. Handelsschiffe brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht. Und wir werden wieder zwei neue uns dazu holen. Ich glaube, noch kommt das ganz gut hin mit der Ernährung. So, wir verkaufen wieder ein bisschen Papier. Das gefällt mir ganz gut. Einmal, das ist okay. Und jetzt müssen wir daran denken, dass wir den Pakt machen. Beziehungsweise das, ja genau, den Pakt mit Irland. Dass wir dann auch eingreifen können, falls es soweit sein sollte. So, hier in einem Zug haben wir die große Kupferzinnmine. Dann können wir auf Linienschiffe umsteigen. Und die leichte Artillerie, das wird eine wichtige Angelegenheit werden für uns. Gut, dann machen wir die Runde noch zu Ende. Schauen mal, wie die Kämpfe laufen. Das nehmen wir an. Sieg ohne Gegenwehr. Das haben wir zurückerobert. Hervorragend. Was ist noch gelaufen? Verteidiger halten. Portugal verteidigt sich. Boah, obwohl sie mit drei Feldartillerie angreifen, konnten die Portugiesen halten. Das ist auch gut. Das ist durchaus auch gut für uns. 2200. Hervorragend. Pakt mit Irland verbessert die Beziehung. Bergungsfuß Seneca Mool. Wir haben die nächste Stufe. Prima. Neue Erkenntnisse im Hüttenwesen. Neue Regimenter, zwei Husaren. Und wir sind die bevorzugte Nation von Irland. Das ist sehr schön, liebe Leute. Damit sind wir dann am Ende der Staffel angelangt. Die Frage ist, kriegen wir es hin, diese Stufe 2 vor? Irgendwie demnächst erfolgreich zu belagern. Das ist die große Frage. Sind wir gut genug? Weil er hat dort ja noch Artillerie zusätzlich in der Verteidigung. Das wird echt knifflig. Naja. Naja, naja, naja. Wie auch immer, wir werden uns wie gewohnt nochmal den Status anschauen. Also, allgemeine Rangordnung ist Frankreich vorne, klar. Mit Sicherheit auch wegen der Siegprovinzen, vielleicht auch wegen anderen Sachen.
In der Innenpolitik sind wir vorne, knapp vor Frankreich. Also wir sehen, Frankreich ist der große Konkurrent hier um den Gesamtsieg. In der Außenpolitik stehen wir vorne. Bei der militärischen Stärke, das ist erfreulich, stehen wir inzwischen auch vor Frankreich sogar. Portugal weit abgeschlagen. Unsere Handelsmarine ist deutlich besser. Überseeexporte, da ist Portugal noch sehr stark. Industrie stehen wir vor Frankreich. Arbeitskräfte Frankreich vor uns. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Überseeprofite kommt keiner und wir sind technologisch ganz weit vorne. Also das stimmt durchaus optimistisch. Das Einzige, was nicht optimistisch stimmt, ist so ein bisschen die Lage, was die Siegprovinzen betrifft. Wir haben 21, Frankreich hat 29 jetzt. Sieg ist 42. Spanien hat 20. Das ist also wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also es wird darauf hinauslaufen, dass, ja, dass Portugal sicher irgendwie verschwinden wird oder nur noch eine marginale Rolle spielen wird und dass dann drei verbleibende Spieler dabei sind. Und dann ist die Frage, wer gegen wen? Und wer kann dann am schnellsten davon profitieren? Es ist durchaus so ein Szenario möglich, dass vielleicht zum Beispiel Frankreich und wir gegen Spanien kämpfen und dann es darauf ankommt, wer dann als schnellstes die ausreichende Zahl von Provinzen erobert. Das ist durchaus möglich als Endvorstellung. Naja, mal sehen. Gut, ja, das wäre es erstmal mit der Staffel gewesen. Nach wie vor ist es meines Erachtens spannend. Nach wie vor macht es Spaß. Insofern machen wir natürlich weiter und ich freue mich, wenn ihr dann auch bei der nächsten Staffel mit dabei seid. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.